kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei der Gothic 1 Othello Mod. Ja, kann schon sein. Sei gegrüßt. So, mein Freund. Ich grüße dich, Magier. Innos wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Das ist ja der Wahnsinn. Was muss ich tun, um Magier zu werden? Sprich mit Meister Koristo, wenn er Zeit für dich hat. Ah ja. Ich suche den obersten Feuermagier. Sprich mit Milton. Und nun geh. Sei gegrüßt. Wir sind noch nicht fertig. Was machen die magischen Künste? Das ist nicht dein Belang. Sei gegrüßt. Wieso kletterst du immer wieder aus der Erde raus? Koristo schickt mich. Ich habe den Brief übergeben und soll meine Belohnung selber wählen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und sollst deine Belohnung erhalten. Wähle mit Bedacht. Ja, Einstärke? Nee. Maximales Mana plus 2. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme einfach die Schriftrollen. Gib mir die Spruchrollen. Nutze sie mit Bedacht. Du kannst jede von ihnen nur einmal verwenden. Okay, danke. Was machen die magischen Künste? Das ist nicht dein Belang. Na gut, dann ist das wohl nicht mein Belang. So, hier könnten wir auch beten, aber das möchte ich mal nicht machen. Habe ich noch Lernpunkte? Nö. Was habe ich für Quests? Die geheimnisvolle Rune. Ein Feuermagier namens Milton hat mir ein Fragment eines Runensteins verkauft. Er gab mir auch eine Notiz von einem der Feuermagier. Vielleicht kann ich mit diesen Hinweisen die anderen Fragmente finden. Nachdem ich alle Teile gefunden habe, kann ich sie auf einem Runentisch zusammensetzen. Okay, dann schauen wir uns mal den Hinweis an. Junge, das kann man ja gar nicht lesen. Eine Alkohol-Laborwasserflasche. Ich meine, es wird sich schon lohnen. Runenverstecke. Nachdem sie gestern in unsere Kapelle eingebrochen sind, haben wir beschlossen, diese besondere Rune vor ungebetenen Gästen zu schützen. Wir teilen sie in 4 Teile und verteilen diese in verschiedenen Truhen in der Kolonie. Das erste habe ich in einer Truhe nahe der Innor-Statue auf dem Hügel versteckt. Dem Hügel? Was für ein Hügel? Hat sich die Quest nochmal aktualisiert? Nee. Was für ein Hügel? Müssen wir mal gucken, ob wir das finden. So, ich könnte auch mal gucken, ob ich hier einbrechen darf. Problem ist, vielleicht ist Raven schon hier oben, dann kriege ich Prügel. Ach so. Wie kann ich nochmal hier abbrechen? Irgendjemand hat mir das noch neulich geschrieben, aber... Ich kann nicht abbrechen, das ist so doof. Jetzt denkt das Spiel wieder, ich wäre tot. Aber jetzt hat sich wieder beruhigt, weil ein anderer Musikspawn kam. Naja. Dann brechen wir da vielleicht später ein. Reden wir mit Torus. Für Gomez. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich Mitglied des Lagers. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Ab jetzt hältst du dich am besten an Diego, zu Gomez oder Raven. Solltest du nur noch gehen, wenn du was wirklich Wichtiges zu sagen hast. Also alles wie immer. Früher wäre das ganz anders gelaufen, wenn du meinst. Für Gomez. Dem kann ich das nicht sagen? Ich suche eine bessere Rüstung. Hast du das nötige Erz in der Tasche? Eher nicht. Mach's gut.
viel Erz habe ich denn? Ja. Meine an das nötige Erz könnte ich vielleicht kommen, wenn ich ein bisschen handeln gehe. Aber wir gehen erstmal pennen. So. Ich glaube, Gohanes wird jetzt nie aus dieser Arena rausgehen, ne? Kann ich eigentlich Bullet jetzt verprügeln? Für Gomez! Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Ja, komm mal her, Bürschchen! Okay, die Wache hat nichts gesagt. Das ist doch schön. Tja, Mr. Harness wird jetzt für immer hier drin stehen. Das wird dir noch leid tun. Dann gehen wir jetzt mal auf den Marktplatz, gucken mal, ob Fisk vielleicht ein paar neue Sachen hat. Das ist wirklich. Für Gomez. Zeig mir deine Ware. Ist jetzt mehr Erz? Leider nicht. Es wäre schon sinnvoll, das Erz zu erhöhen, damit man auch. Die Sachen loswerden können, ne? Die hat auch keine neuen Waffen. Achso, wir sind ja auch noch nicht in Kapitel 2. Sind wir noch gar nicht. Ich war irgendwie schon weiter. Komm, dann machen, dann starten wir jetzt einfach mal Kapitel 2. Da sollte ich doch erstmal. Oh ne. Wir haben eh keine Lernpunkte. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Der Schläfer möge dich behüten. So, Kapitel 2, das Nest. Der Mindcrawler. Dann können wir einmal kurz checken, ob der Händler hier neue Sachen hat. Und danach gehen wir mal zu Iberion. Ich will mit dir handeln. Gut. Nee, der hat sogar noch weniger Erz. Was ist da los? Katana. Dämonenklinge. Die sind alle schlechter als meine Sachen, oder? Königsklinge. Warum sind die denn schlechter? ...65 macht meine Waffe. Na gut. Ich meine, ich mag mein Schwert, ne? Aber. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus.
Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Das ist gut. Dieses Gebiet ist ja auch echt crazy, Mann. Wahrscheinlich hast du recht. Okay, die Mädels wohnen jetzt hier. Was ist denn das für eine Hütte da? Ich bin immer noch etwas zwiegespalten, ob mir dieses Lager jetzt besser oder schlechter gefällt. Aber auf jeden Fall ist es cool, mal was Neues zu sehen. Aber das alte Sumpflager hat auch schon seinen eigenen Charme, ne? Mit diesen ganzen Ebenen, die in den Bäumen sind und so. Aber das ist auf jeden Fall auch sehr cool, ne? Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen vom Aufbau an diese Tempel in Risen 2. Hier noch hin. Nanu? Was ist denn das? Ist hier wohl nichts. Elite-Templer. Kann ich hier rein? Ne, da ist zu. Was geht, Iberion? Und der raucht sich erstmal ein. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen? Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Okay, dann schauen wir uns die Karte mal an. Die müsste jetzt eigentlich anders aussehen, oder? Sie sieht wirklich anders aus. Also die ist irgendwo im Sumpf? Die Stelle? Naja, gucken wir einfach mal. Oh, da geht's ja recht tief runter. Es irritiert mich nur, dass überall beim Laufen die Grasgeräusche da sind. Ja, egal wo du läufst, ob auf Holz oder hier auf diesem Boden. Also hier ist das ja okay. Hier passt das ja. Aber wenn du auf Holz läufst oder auf Stein, dann irritiert das irgendwie, oder? Oder es irritiert nur, wenn man sich darauf konzentriert. So wie ich das jetzt getan habe und ich kann es jetzt nicht mehr weghören. Wenn du meinst.
Ich sollte mich da lieber raus. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. So. Dann. Da muss ich jetzt anscheinend ganz halt geradeaus, ne? Die Frage ist nur, ob das jetzt hier im Sumpf ist. Könnte so sein, ne? Dass das hier irgendwo im Sumpf ist. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt wieder hier ruckelt. Aber sind die Einstellungen schon wieder verstellt? Achso, hier ist wieder alles auf 1 Million. Warte mal, wir machen mal wieder... So, und das stehe ich auch mal runter. Müsste schon besser sein. Die machen trotzdem noch voll viel Schaden, die Viecher. Selbst mit der Rüstung jetzt. In so einem Fall kann ich sowieso noch nicht besiegen. Brauche ich gar nicht erst probieren. Okay. Ich weiß nicht mal, wie ich gerade gestorben bin. Cool, dass ich wieder ganze Zeit nicht gespeichert habe. So, dann nochmal das Ganze hier. Ich glaube, da war eine von diesen Hornissen dabei, kann das sein, die mich umgebracht hat? Hornissen sind aber nicht mehr so stark wie in dieser anderen Welt der verurteilten Version. Aber hat die mir gerade jetzt trotzdem noch Schaden gemacht? Ich hab doch Resistenzen, oder nicht? Oder gilt das dann nur für Blutfliegen und nicht mehr für Hornissen? Jetzt ist auch die Frage, ob ich hier irgendwelche Platten bekomme. Nee. Da brauche ich wahrscheinlich erstmal Stufe 3. Was mich auch wundert, ist, ob ich so einen Golem besiegen kann. Junge, was hast du für eine Reichweite? Ja, jetzt kommen beide. Okay, wieso hat er eine Faust, die bis in die Unendlichkeit reicht? Ich kann so schnell gar nicht zuschlagen, wie der mich haut. Lass mich doch einen Schlag machen. Okay, Sumpfvolums kann ich noch nicht besiegen. Merken wir uns das. So, der Goblin kommt. Komm ran, kleiner Mann. Ist er so meine Kragenweite? Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich... Shit, da ist ja ein Golem. Okay, jetzt muss ich gegen 5 Millionen Blutfliegen gleichzeitig kämpfen, das wird hart. Sag mal, besprecht ihr euch da gerade mit dem Varan, wie ihr mich umbringt, oder was? Nee.
Egal was du machst, komm bitte wieder auf den Boden der Tatsachen, damit ich dich auch treffen kann. Okay. Alles gut. Wir hatten so viel gebratenes Fleisch, ich habe alles verbraucht. Diese blöden... Moment mal, wieso habe ich jetzt hier eine Panzerplatte bekommen, bei der anderen nicht? Hier habe ich keine bekommen. Was soll das? Bin ich überhaupt richtig jetzt? Weiß es nicht. Cool, dass ich ihn gerade anvisieren konnte. Komm, wir gönnen uns mal so einen Heiltrank. Auch wenn es mich schmerzt. So, was haben wir hier noch? Gerade. Goblin-Skelett. Golem. Wird nur noch ein Golem-Skelett. Also vor den Golems muss ich mich echt in Acht nehmen. Sind auch ultra gefährlich. Einfach weil, wenn du einmal ausweichst, die machen halt ihre Laufattacke und greifen gleich zweimal hintereinander an. Ich finde schon, dass das Ganze spielt sich hier wie so eine Gothic-Erweiterung, ne? Wie so ein eigenes DLC fast schon. Wo man halt die Gebiete noch gar nicht kennt und so, das ist voll interessant. Okay, hier geht's fröhlich weiter mit Hornissen und Blutfliegen. Scheint immer die gleiche Truppe zu sein. Eine junge Hornisse. Eine normale Blutfliege, eine aggressive Blutfliege und eine große Hornisse. Aber die große Hornisse ist glücklicherweise irgendwo da hinten. Da ist sie. Oh shit, jetzt habe ich ein Problem. Den kann ich nicht kämpfen. Ach scheiße. Oh, der steht ja voll nah. Kein Wunder, dass der mich gehauen hat. Wo ist jetzt das Viechchen? Kommst du wohl her? Weg von deinem Golem-Freund. Okay. Diese Panzerplatten von Hornissen, die können wir ja auch eintauschen. So, jetzt ist nur die Frage. Sind wir hier halbwegs richtig? Also eigentlich müssen wir ja in die Richtung. Nee, wir müssen eigentlich in die Richtung. Da, wo der Golem ist. Sumpfhaie kann ich auch vergessen, da hinten ist aber noch ein Varan. Aber auch Sumpfhaie.
Golems. Ja, okay, jetzt habe ich eh verkackt. Ja, die kann ich auch nicht besiegen. Alter, ich bin hier irgendwie ganz falsch. Ach shit, hier habe ich die... Wieso speichere ich eigentlich nie, wenn ich irgendeinen Fortschritt mache? Ich habe hier noch nicht mal die Hornisse besiegt. Hornisse, kommst du da bitte runter? Mit deinem hohen Ross. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin, dass man diesen Viechern gar keinen Schaden macht, weil zum Beispiel, was mich ein bisschen verwirrt, ich habe ja eine bessere Waffe als die Waffen, die ich in Kapitel 2 offensichtlich kaufen kann. Und daher muss man ja ganz klar sagen, irgendwas scheint doch nicht ganz richtig zu sein, ne? Ich weiß natürlich nicht, wie das sich im späteren Spielverlauf dann verhält, aber eigentlich habe ich jetzt schon eine relativ starke Waffe. Und ich mache bei solchen Golems und so keinen Schaden. Ich weiß nicht, ob da wieder ein bisschen zu hohe Rüstungswerte da sind. Also bei vielen Viechern passt es ja auch gut, ne? Wie bei Varan jetzt und den Hornissen und so. Aber diese Golems, denen muss man ja aus dem Weg gehen. Ich kann die ja gar nicht besiegen. Problem. Das ist so nervig, wenn die dann einmal an dir vorbeigehen und du die nicht mehr anvisieren kannst, ne? Okay. Bin ich hier vielleicht richtig? Weiß es nicht. Das sieht mir auf jeden Fall nach Tempel aus hier. Vielleicht bin ich hier auch doch ganz falsch. Das ist doch oben auf der Klippe, wo es immer ist. Kannst natürlich nicht sagen. Nur sagen, dass da oben eine Hornisse sitzt, die mich anguckt. Fliege, lass es. Ja, ohne diese Resistenz wäre man hier völlig tot. Kannst du da bitte aus dem Baum rauskommen? Laden wir mal neu. Gut. Jetzt macht sie den. Meine Güte, kannst du mal aufhören. Junge! Blutfliegen in Gothic 1 sind so schlimm, die immer wieder ihre blöde quasi Sprintattacke ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. In Gothic 2 machen sie das ja nicht mehr, deswegen sind sie da etwas angenehmer zu bekämpfen, auch wenn sie da auch scheiße zu bekämpfen sind.
Aber die vergiften mich wirklich noch. Gegen die habe ich keine Resistenzen. Ich habe schon 2000 Erz dafür bezahlt. Du bist auch wieder eine Hornisse, oder? Oder bist du eine Junge? Du bist eine Junge. Da ist die Mama. Nee, komisch, jetzt hat das wieder keinen Schaden gemacht. Ja, vielleicht hat die mich auch eben einfach gestochen. Oder es ist random. Sumpfgolem, Sumpfgolem. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich bin hier auch falsch. Vielleicht probiere ich... Weißt du, ich dachte, vielleicht wurde das komplett versetzt, die ganze Stelle. Hätte ja sein können. Aber, ja. Oder es ist da oben. Oh, shit. Wo man hochklettern kann an der Stelle. Shit, wo bin ich denn jetzt? Wenigstens lassen die einen schnell links liegen. Aber da oben kann auch nicht sein. Nee, ja, dann versuche ich es doch auf der Klippe. Guck mal, ob ich da weiterkomme. Ich meine, die paar Meter hätte ich jetzt auch eigentlich laufen können, ne? Das war quasi da hinten, ich dachte... War ein bisschen weiter weg. Richtig unnötig. Wie die hier auch wirklich alle 2 Meter genau gleich stehen. Wenn, dann müssten hier doch zumindest noch ein paar Templer hin, oder? Aber auch eine verdammt gute Position eigentlich zum Verteidigen. Dass es nur einen Weg hier runter gibt. So, schauen wir mal, was da oben ist. Ich weiß, hier bin ich auch nicht richtig, aber interessiert mich trotzdem. Ich weiß noch nicht, wo wir hier ankommen. Ja gut, ich weiß, wo ich bin, ja. Eigentlich gar nicht so verkehrt, hier hochzuklettern. Hier sind jetzt schon wieder Viecher gerespawnt. Dann laufe ich jetzt mal außen rum und guck mal, ob ich da oben auf die Klippe drauf komme. Nice, schöner Crit. Hier muss ich aber aufpassen mit den Wolfsrudeln. Da hinten sind auch Orkhunde. Ich kann jetzt auch Fälle entnehmen. Ja, die Orkhunde, die sind wahrscheinlich noch viel zu stark. Brauche ich gar nicht probieren. Oh, Wagen gibt es hier auch. Laufen wir mal einfach vorbei. Schattenläufer, auch nicht gut. Noch ein Schattenläufer.
Razor. Als ob Razor. Ich will doch nur herausfinden, ob Nyras hier ist. Und wenn Nyras hier ist, ne, wie ist er denn hier bitte hingekommen? Aber hier bin ich doch ganz falsch, oder? Der Snapper hat mich von da gesehen. Mal den weg komme ich hier. Man kann sich ja wegteleportieren. Guter Crit. Auch guter Crit von Snapper. So langsam gehen mir hier die Heilwaren aus. Snapper in Gothic 1 sehen einen von so weit weg, ne? Nicer Crit. Hier komme ich zum Strand, aber der Fokusplatz ist hier nicht mehr. Naja, gut, dass ich das jetzt weiß. Da unten scheint nichts zu sein. Naja, gut. Die Karte ist ja auch angepasst. Also ich wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen. Das heißt, irgendwo im Sumpf, da waren wir schon ganz richtig. Nur... wie soll ich da an den Golems vorbeikommen? Ich meine, ich könnte Magie probieren. Aber erstmal probiere ich jetzt gegen das große Rudel hier zu kämpfen. Ich glaube, das wird nicht sehr erfolgreich. Oh, das ist ein Urwolf. Was ist denn ein Urwolf? Ein sehr starker Wolf. Und auch die Bezeichnung Urwolf so ein bisschen lächerlich. Lebt einfach Urzeiten in diesem Wald oder was. Naja, aber zumindest sind die Urviecher nicht so stark wie in dieser Liver Edition von Buddy Goth. Da hatte ja so ein Lurker 2000 Lebenspunkte. Gehen wir mal zurück. Hier sind wir falsch. Dann gehen wir nochmal in den Sumpf. Habe ich irgendwo einen Teleporter gesehen? Das ist die Frage. Gnade-Amulett. Bonus-Fernkampf. Naja. Nutzen. Okay. Ich meine, das wäre ja eigentlich so ein Ort hier, ne? Aber hier sind wir auch nicht richtig. Wo
müssen eigentlich noch einen Tacken nach da. Aber da habe ich auch nichts gesehen. Vor allem, wenn Nyras hier irgendwo ist, dann müsste man den doch eigentlich finden, oder? Oder ist der in so einer Höhle oder so versteckt? Könnte nach einer Höhle suchen. War ich hier schon? Nee. Aber hier geht's auch eigentlich wieder woanders hin. Und die beiden sind zusammengewachsen. So, das war's mit meinem Fleisch. Da ist auch ein Golem. Muss aufpassen, dass dieser Sumpfheim mich nicht sieht. Sowieso nicht vorbei. Tja. So schwer kann das doch nicht sein. Aber da, wo die Markierung ist, da bin ich ja gerade. Oder beschützt wirklich der den Fokusstein? Also irgendwie ist das wirklich genau da, wo der Golem ist. Kann ich den denn vielleicht mit dem Crit verletzen? Hä? Ist der gerade irgendwie schneller gelaufen? Also mit dem Crit kann ich ihn verletzen. Das heißt, anscheinend muss ich wirklich meine Zweihandfertigkeit noch hochpushen. Hat er da eine Kiste stehen? Aber das ist ja auch nicht richtig hier. Sagen, ich verstehe das nicht. Das Einzige, was für mich ja noch Sinn ergibt, ist dieser Weg hierhin, aber hier ist ja auch keiner. Würde jetzt Nyras hier stehen, wäre doch alles gut. Oder kann ich hier irgendwas drücken? Gibt es hier einen Schalter? Oder ist irgendwas verbuggt? Weil ich weiß das natürlich nicht, ne? Ist dann auch immer so doof, auf die jeweiligen Umstände zu reagieren. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall einmal hier kurz abhauen. Und dann lernen wir bei Gorn noch mehr Zweihandkampf. Und dann kann ich vielleicht auch so einen Golem besser besiegen. Ich weiß es nicht. Zack. Gorn. Ja, ich könnte eigentlich Gorn verprügeln für seine Axt, oder? Ich möchte den Umgang mit dem Zweihänder lernen. Oh, 15 Lernpunkte. Ach, shit.
Bis später. Oh, Mann. Das wäre auch zu schön gewesen. Was ist mit Sharky Boy? Hat er vielleicht noch eine schöne Waffe für mich? Gomez Schergen kommen hier nicht rein. Geh! Halt dein Maul. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Wir haben jetzt aber tatsächlich mehr Erz. Ja, der ist aber auch nicht besser. Hast du noch irgendwas, was 50 wert ist? Muss ich dir jetzt echt 50 zu viel geben? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich kann mir zumindest bei Diego eine andere Rüstung kaufen. So, das können wir loswerden. Das hier. Das auch. Das auch. Das ist zu viel. Aber ich kann ein paar Pfeile wegtun. Ja, das meine ich. Wird zumindest etwas auf die Tasche. Vielleicht hat er hier ein paar gute Amulette jetzt. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Nicht mein Problem. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich finde halt, diese Amulette lohnen sich nicht wirklich. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Oh. Aber warum braucht das denn so viel? Ach, das ist eine Einhandwaffe. Interessant, dass der Waffen hat. Herz eines Eisgolems. Moment mal, kann ich mir das kaufen und das als Eisblock benutzen? Oder manche lernen eben gar nichts dazu. Das müssen wir mal eben ausprobieren. Wenn ja, dann wäre das ja voll OP. So, du kriegst noch das hier. Nee. Ist kein Zauber mehr. Geh zur Seite! Ja, du fällst ja erstmal runter und dann soll ich zur Seite gehen, oder was? Tja. Alles nicht so einfach, irgendwie. Ich glaube kaum, denn war nicht so. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich weiß nicht, ob ich nicht noch ein bisschen grinden muss oder so. Hast du eine Rüstung für mich? Da bist du bei mir genau richtig. Wieso kann ich die eigentlich kaufen? Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Fantastisch. Ich habe das Gefühl, der bei ihm das zu verkaufen bringt weniger. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe das Gefühl. Naja, ich denke, dann werden wir uns bei Diego die bessere Rüstung besorgen. Und dann versuche ich noch ein Level abzukriegen, damit ich bei Gorn ein
bisschen weiterkomme. Vielleicht bringt es auch einen Tag zu pennen und dann ist da alles resettet. Kann schon sein, ne? Du hast da drinnen. Ja, was habe ich da drin? Du hast da drin. Du hast einfach da drin. Achso, ich wollte noch Fleisch braten. Gib mir diesen Fisch. Okay, dieser Fisch ist nicht auswählbar. So. Na, immerhin wieder ein bisschen Fleisch auf dem Teller. Hat den gerade. So. Wichtig. Wer den gebratenen Fisch nicht ehrt, ist den Heiltrank nicht wert. Eine alte Lebensweisheit. So, hier war doch auch eine krasse Gegend mit Viechern, oder? Oh ja. Alles voll. Ehrlich, man darf bei denen nicht nach hinten ausweichen. Das ist einfach nur Verschwendung. Und Lebensenergie. Wo ist mein Fleisch? Auch Bluthunde da vorne? Wo ist jetzt schon wieder mein Fleisch denn da? Junge, die kämpfen gegeneinander. Der nimmt einfach ein Bad hier. Rezept. Schön. Vielleicht sollte ich echt Alchemie lernen. Ich habe ein bisschen Angst, dahin zu gehen. Da waren Bluthunde. Weiß nicht, wie stark die sind. Zu stark. Ja. Gibt es unterschiedliche Arten von kritischen Treffern? Hundfell. Ich meine, wenn ich einen kritischen Treffer mache, mache ich ganz passablen Schaden. Aber ich denke, dann sind Einhandwaffen auch wieder OP, weil man ja öfter angreift und dann auch öfter die Chance hat, einen kritischen Treffer zu machen. Oder?
Oh, und dieser alte gierige Typ hier, der will da jetzt rüber und den essen. Hier wird nichts gekämpft. Lass dir das eine Lehre sein. Okay, aber die Tanke geht schon viel besser weg. Easy peasy. Die haben auch gut Fleisch dabei. Naja, das wird schon. Irgendwie wird das alles schon. Oh, sehr gut. Du hast dich von deiner Gruppe getrennt. Oh nein, jetzt Aiden. Lass es, Aiden. Nein. Vorher konnte man ja Aiden auch noch mitnehmen in Kapitel 1, aber nur gegen 5000 Erz, das war es mir dann irgendwie auch nicht wert. Ja, sehr gut. Sehr gut. Da ist noch ein Nisse dabei, oder? Hä, wieso? Das ist... Okay, einer ist gerade da oben, das müssen wir ausnutzen. Mach immer wieder den gleichen Fehler und weiche aus. Was gehst du hier? Oh, da sind ja zwei. Geht ihr hier spazieren? Guck mal, Aiden, der will die von da hinten anballern. Der ist ja wahnsinnig. Guck mal, Aiden, bist du krank? Ich meine, Aiden hat 1500 Lebenspunkte, der wird das schon irgendwie hinbekommen, aber... Was ballert denn der von da hinten drauf? So, ihr zwei. Komm mal ran. Mann, ihr seid aber auch anstrengend. Naja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hey Leute, es ist wieder soweit. Die Folge ist vorbei. Es ist nun an der Zeit und das dürft ihr nicht verpassen, ein Like und Abo dazu lassen. Also macht das jetzt, bitte. Danke.